Das ein schöneres Intro als bei diesem Video. Jetzt zu starten mit kalte Sterne. Erstmal herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Ausgabe unserer schönen Festspielhaus Neuschwanstein-Reihe. Und wir haben hier einen ganz besonderen Gast heute. Wir sitzen auch nicht im Festspielhaus heute, sondern wir sind in Esslingen. Mhm. Und an meiner Seite ist der Herr Dr. Konstantinos Kalogeropoulos. Habe ich es richtig gesagt? Perfekt. Ich hoffe, ich habe so lange geübt. Perfekt, perfekt. Also ich freue mich ganz arg, dass du hier jetzt bist und dass wir nicht mal weit fahren mussten. Wir sitzen hier in der Musikschule in Esslingen. Das hat einen Grund. Ich bin gebürtige Esslingerin und du bist hier unterrichtend an der Musikschule und lebst in Esslingen und Umgebung, beziehungsweise bist hier auch zu Hause beheimatet. Genau. Und trotzdem verbindet uns etwas. Wir sind beide, also mit vollem Herzen, königstreu, sage ich mal. Das stimmt. Das Festspielhaus Neuschwanstein, 20 Jahre jetzt Jubiläum, 15 Jahre Ludwig hoch 2 Musical. Mhm. Seit 2016 bist du dabei. Genau. Und jetzt interessiert mich natürlich als allererste Frage, wie bist du denn jetzt hier von Esslingen jetzt ins Märchenreich des Königs gekommen? Also folgendermaßen, ich kenne ja den Benjamin Sahler schon relativ lange und ich habe quasi über eine andere Firma, wo der Benny und ich gearbeitet haben, habe ich ihn kennengelernt und ja, dann hat er gemerkt, okay, ich bin mit dem Thema Musical, weil ich ja schon vor Ludwig sehr lange bei Stage Entertainment im Orchester gespielt habe, dass ich mit dem Thema Musical ganz gut bewandert bin, sage ich jetzt mal. Und so ist das Gespräch entstanden und dann kam das eine zum anderen. Und dann haben wir quasi noch, ich sage jetzt mal, einen zweiten Dirigenten für Ludwig II für die Spielzeit 2016. Haben wir nachgeschaut, dass wir jemanden finden. Mhm. Und der Florian war ja schon da. Der Florian hat das Stück ja schon seit 2005, glaube ich, betreut. Und ich bin dann quasi so mit ins Boot gerutscht. Und dann ist auch mit Florian Appel, das ist der andere musikalische Leiter, eine sehr gute Freundschaft entstanden. Und seit 2016 bin ich quasi so über die Ecke ins Festspielhaus reingerutscht und bin da auch hängen geblieben. Wie die meisten, ne? So ich ja schon seit so vielen Jahren, mehr als 20 Jahre. Du hast das Stichwort genannt, musikalischer Leiter. Genau. Was macht so ein musikalischer Leiter für alle, die es jetzt gar nicht so wissen? Also die Arbeit ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Die fängt meistens schon vor der eigentlichen Show an. Und zwar, wir müssen natürlich mit dem Ensemble proben. Mhm. Wir müssen Noten verschicken, wir müssen die Playbacks verschicken, wir müssen mit dem Ensemble proben, mit den Solisten proben. Wir haben natürlich bei Ludwig den sehr speziellen Fall, dass wir ein Playback haben und dass wir auch ein paar Chöre vom Band auch haben. Mhm. Das hört sich auf den ersten Blick sehr, sehr leicht an, dass es jemand sagt, okay, der tut nur ein Playback dirigieren, ist es aber nicht. Mhm. Weil der Spaß ist der, wir müssen immer gucken, dass wir die Darsteller auf der großen Bühne, wo es ganz viel Zeitverschiebungen gibt, wo er hinten was anderes hört wie wir vorne, da geht es um Nuancen. Mhm. Oder auch wenn das Ensemble quasi singt, Stichwort Krönung, wenn der Chor kommt, das Ensemble, die können mich gar nicht angucken, weil die face-to-face sind, dass wir das zusammenbringen. Das ist wirklich immer eine Arbeit. Das weiß man erst, wenn man das quasi gemacht hat. Für dieses Stück, also das ist wirklich, da hat es manche Szenen, die sind zum Dirigieren sehr anspruchsvoll. Stichwort Finale 1, wenn die ganz hinten stehen, Nebel, die Scheibe dreht sich und da irgendwie Orchester, Chor, Solisten plus Playback eigentlich mit einem Einsatz zusammenzubringen. Das ist schon wirklich eine Arbeit, aber auch eine schöne Herausforderung. Und bisher hat es eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Also die Arbeit ist sehr vielfältig und sehr spannend und macht einen Riesenspaß. Sieht alles so einfach aus. Es ist wirklich so. Die Leute denken bestimmt, ach, da steht einer, den braucht man doch gar nicht. Ja. Von wegen. Wir hatten es ja gerade so von ein paar einzelnen Szenen schon. Mhm. Gibt es denn für dich jetzt ganz spezielle Szenen, die dir besonders gut gefallen oder die dich immer wieder berühren jetzt in dem Musical Ludwig hoch 2? Also es gibt eine Szene, die berührt mich wirklich sehr und zwar, die hat mit Musik erstmal gar nichts zu tun. Das ist der Soldatenmonolog. Mhm. Wenn der gesprochen wird, der ist natürlich wirklich ergreifend, dann natürlich klar, kalte Sterne, geliebte Berge, eine Szene, die seit letztes Jahr, 25. August drin, der Wagnerbrief, wo quasi der König vor der Szene der Kriegserklärung, also mit Beginn des zweiten Aktes, wenn er quasi anfängt, die Wonne meines Herzens, das ist eine Wahnsinnsmusik, eine Wahnsinnsmusik drunter, für uns Dirigenten, wo quasi, ich glaube, Kaspar und zwei Verschwörer stehen da, wir müssen denen die Einsätze zum Sprechen geben. Das heißt, wir haben als musikalische Leiter auch geprobt, dass die in Time sprechen. Mhm. Und das ist auch wirklich eine Wahnsinnsszene. Überhaupt berührt mich das ganze Stück, aber die zwei, drei Szenen sind wirklich, wo für mich jetzt erstmal komplett unter die Haut gehen.
Und wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall, ich sage es jedes Mal in jedem Video, wieder vorbeikommen, wenn es auch wieder weitergeht. Ja. Ne? Das muss ich immer einfügen, weil es gibt echt noch Leute, die es noch nicht gesehen haben. Das stimmt. Geht gar nicht. Nein, gar kein Fall. Die Musikalität, die wurde dir ja echt in die Wiege gelegt. Und jetzt habe ich natürlich gelesen, und ich glaube, das wissen manche vielleicht gar nicht, dass du ganz, ganz berühmte Verwandtschaftsgrade mit einer Dame hast. Mhm. Ich sage das Stichwort Maria Callas. Genau. Und ich frage mich natürlich, wie sind diese Verwandtschaftsgrade jetzt? Also in welcher Beziehung stehst du zu Maria Callas? Also Maria Callas ist die Cousine zweiten Grades von meinem Großvater. Mhm. Und genau, also ich habe sie nie kennengelernt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wie gesagt, also ich war da auch wirklich, das hat mich auch selber interessiert, mhm. in Griechenland, in verschiedenen Ämtern und habe quasi die Ahnenforschung betrieben. Und es ist wirklich so, sie heißt ja mit bürgerlichem Namen genauso wie ich. Mhm. Kalogeropoulos, hey, Callas ist die Kurzfassung und so, ne? Kommt mhm. aus derselben Region, hey, Peloponnes wie mein mhm. Großvater. Und also ja, ich denke, ich habe vielleicht ein paar Sachen von ihr geerbt, was die Musikalität angeht. Wobei auch in der ganzen Familie ist die Musikalität sehr groß. Mhm. Und dann ab dem dritten Lebensjahr hattest du ja schon Klavierunterricht, genau. hast dann ein Studium absolviert, natürlich genau. auch eben Musikstudium. Aber dazwischen kam noch was. Ja, und das sieht man eigentlich, wenn man so seine Gestalt hier ansieht, dass da auch ziemlich sportliche Wurzeln sind. Bis genau. zu deinem 18. Lebensjahr, sag mal, was du da gemacht hast. Also bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich Eiskunstläufer. Mhm. War ich Eiskunstläufer, mhm. also hier auch in, ich habe auch hier in Esslingen angefangen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und das war quasi mein Heimatverein auch. Mhm. Und ja, also ich war bei den deutschen Juniorenmeisterschaften dabei im Einzelbereich. Klar, danach hatte ich ein bisschen mit Operationen zu kämpfen, Kreuzbänder mhm. etc. Das war nicht ganz so spannend und nicht ganz so schön. Und dann war ich 2002, waren wir Dritter bei der deutschen Meisterschaft mit dem Synchron-Eislauf-Team. Mhm. Da habe ich quasi so nach dem Ausscheiden, habe ich nochmal so ein kleines Comeback gegeben mit den Mannheimer Shooting Stars. Mhm. Hat einen riesen Spaß gemacht. Und ja, war auch eine sehr gute Schule, was Stichwort Synchron etc., mhm. wenn man da miteinander in der Reihe steht, die Köpfe müssen gleich sein, die Hände müssen gleich sein. Und dann sieht man natürlich auch, sage ich mal, wenn man jetzt eigene Shows macht oder Ludwig, wie muss ich jetzt vielleicht einen Einsatz geben, dass alle gleich drauf sind. Mhm. Also das war auch eine sehr schöne Erfahrung, hat auch riesen Spaß gemacht und ja, war schön. Aber war dann für dich mal irgendwann doch die Entscheidung, also Sport bzw. Eiskunstlauf oder dann die musikalische Laufbahn? Das war irgendwann die Entscheidung, mhm. die wurde mir auch durch die Verletzungen quasi abgenommen, mhm. weil mit Kreuzbändern etc., wenn die mal operiert sind, das ist dann nicht ganz mhm. so schön. Ne? Und dann irgendwie habe ich doch gemerkt, okay, ich will doch Musik machen und dann hat es geklappt mit der Musikhochschule, mhm. wo ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe und ab dann ging es quasi richtig los mit Musik. Ja, Gott sei Dank, ne? Sonst ja. hätten wir dich jetzt hier nicht sitzen. Dankeschön. Und hätte dann hier als musikalischen Leiter dann im Festspielhaus dann wirklich die Ehre, dich da eben auch wirklich erleben zu dürfen, in deinem Element einfach Natürlich. Auch dazu. Dankeschön. Und ich habe es gesagt, du bist Doktor, du hast promoviert. Dein genau. Thema fand ich ganz spannend, jetzt muss ich spiegeln. Es ging um Richard Wagners Ring-Trilogie mhm. und zusätzlich noch Lord of the Rings, genau. also Stichwort Ring wieder, Herr der Ringe, die Filmmusik. Mhm. Aber erklär uns doch bitte mal einfach, was genau du darüber dann geschrieben hast in dieser Doktorarbeit. Also das war so, ich wollte diese beiden Welten, diese beiden musikalischen Welten zusammenbringen. Das war zum einen quasi, wie gesagt, der Ring-Cycle, also Wagners Ring des Nibelungen und die Musik von Herr der Ringe. Der erste Schritt war, warum ich das machen wollte, ist sowohl der Wagner als auch der Howard Shaw, der die Musik von Herr der Ringe geschrieben hat, verwenden viele Leitmotive. Mhm. Leitmotive sind wie zum Beispiel hier... irgendwas haben oder alle kennen das geliebte Berge-Thema, ist quasi ein bestimmtes Thema, was quasi einer Person oder einer Ortschaft zugeordnet ist. Mhm. Es gibt bei Herr der Ringe zum Beispiel das bekannte Thema von den Hobbits oder vom König. Es gibt bei Ringcycle so viele Themen, sage ich jetzt mal. Walkürenritt ist eins natürlich der bekanntesten Leitmotive. Mhm. Und da hat mich immer so interessiert, sage ich mal, was steckt denn da dahinter? Und dann geht man wirklich weiter und merkt eigentlich, dass die Musik eigentlich ein Mittel ist, um wirklich viele Dinge auszudrücken, Emotionen hervorzurufen und wie so eine musikalische Vokabel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im zweiten Teil von Herr der Ringe bin, in einer Region, da ist eine heimatliche Fiedel quasi so das Leitmotivthema als Instrument, dann weiß man gleich, ich bin hier drinne. Oder ich kann viele Sachen andeuten zum Beispiel. Wir haben ja auch oft bei Ludwig zum Beispiel dieses Schattenmann-Thema. Mhm. Haben wir sehr, sehr oft, auch wenn er nicht auf der Bühne steht. Aber man merkt, okay, man hat hier dieses Thema und da ist irgendwas im Gange.
da deutet sich irgendwas an im Unterbewusstsein. Mhm. Und Stichwort Unterbewusstsein, die Psychologie, die ganzen Theorien von Sigmund Freud und von Jung war natürlich essentieller Bestandteil meiner Doktorarbeit. Mhm. Auf wie vielen menschlichen, seelischen Ebenen nimmt man zum Beispiel so ein Leitmotiv wahr? Wann höre ich das wirklich und sage, okay, bam, das ist es wirklich. Mhm. Beim Schattenmann weiß man zum Beispiel, okay, wenn er seinen Song singt, Schatten auf des Königs Paläste, weiß man genau, das gehört hier drauf. Aber am Anfang hört man es wirklich sehr, sehr oft, schon bei der Krönung. Ne, ist es ja auch immer als Underscore, sage ich mal. Ich glaube, wenn Rettenberg und Kaspar sprechen, die Sache mit dem Regenschirm, und da merkt man schon, okay, dieses Thema ist vielleicht den negativen Leuten zugeordnet. Und das war für mich einfach so ganz wichtig, in dieser Promotion rauszubringen, mit den Themen, mit diesen ganzen Theorien von der Psychologie, wann höre ich was und wann fühle ich was. Und das war wirklich ein Projekt, das habe ich in Teilzeit gemacht, weil ich nebenbei noch gearbeitet habe. Bin ich regelmäßig nach Leicester geflogen. Und das hat insgesamt, glaube ich, ja, hat schon seine Zeit gedauert, 5 Jahre. Oh. Nach 5 Jahren war ich dann fertig und habe das Buch quasi auch gedruckt, komplett in der englischen Sprache. Und war wirklich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Man lernt auch viel über sich selber, wenn man solche Sachen macht. Also ganz spannend, wie gesagt. Ich habe es nur gelesen und dachte so, ich frage dich jetzt wirklich mal danach, weil ich denke mal, man kann wirklich jetzt erstmal damit nicht so viel anfangen. Aber wenn man jetzt so das sieht, tatsächlich in jedem Musical, egal wo, sind diese Leitmotive und ziehen sich wirklich permanent durch. Vor allem, wenn man es häufiger anschaut natürlich. Wenn man es häufiger anschaut und wenn man das auch häufiger sieht, so wie ich als musikalischer Leiter, dann sieht man jedes Mal was Neues. Und das ist ja auch quasi gerade bei Ludwig das Spannende. Wir haben zwar ein Playback, aber man erkennt jedes Mal, auch beim Dirigieren, immer was Neues. Und das hält das Stück einfach so lebendig und spannend. Jetzt bleiben wir ein bisschen bei Ludwig und bei dieser Affinität für Symbiosen, sage ich mal, die du so hast, und Fusionen. Da gibt es etwas, also was mich auch wieder total interessiert. Mhm. Du hast auch Shows wie zum Beispiel Ludwig meets Michael Jackson. Genau. Oder was so nächstes Jahr anstehen wird, das ist dann Ludwig meets Falco. Genau. Was kann man jetzt sich darunter vorstellen? Jetzt darfst du natürlich auch Werbung machen für Ludwig meets Falco. Was sind denn da alles praktisch in diesen Shows für Dinge, die die Leute da erwarten? Also es ist so, sage ich jetzt mal, wie das überhaupt entstanden ist. 2018 war der See ja leer. Und dann bin ich quasi so rumspaziert in dem See und ich betreue seit 2017 auch eine Michael Jackson Show als musikalischer Leiter und Pianist. Und da hatte ich schon mal quasi den Schritt zu Michael Jackson Musik gemacht. Und da ist mir einfach entstanden, okay, ich wollte mal irgendwann mal was machen. Und dann wollte ich einfach hier, weil Symbiosen ist ja so ein bisschen mein Ding. Vielleicht auch durch das, dass ich Grieche bin, aber auch Schwabe. Das heißt, immer so diese zweigleisige Mentalität auch in mir trage. Wollte ich da was machen, eine Show machen. Und dann kam das eine zum anderen. Es war natürlich erstmal eine musikalische Symbiose. Das heißt, wir haben natürlich versucht, viel Musik miteinander zu verknüpfen. Wir haben geschaut, gibt es vielleicht irgendwelche Momente in den Laufbahnen von Jackson oder von Ludwig. Ne? Also wenn der zum Beispiel singt, You are not alone, ist ein Stück von Michael Jackson, du bist nicht allein. Dann haben wir den Song von Ludwig, das Herz so schwer, stehe ich allein im Niemandsland. Es gibt da schon mal eine Verknüpfung, sage ich jetzt mal. Ne? Und das sind so viele, viele kleine Bausteine, sage ich jetzt mal, wo ich versucht habe, damit die Show zu machen. Und da hatte ich auch den Matthias dabei, den Sascha als Jackson und eine komplett eigene Band, die war sehr, sehr groß, Tanzensemble, 2 Luftakrobatinnen waren dabei. Ich habe das komplett alles auf eigenes Risiko gemacht. Also das war wirklich so eine Sache, wo ich im Nachhinein sage, das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist eigentlich Wahnsinn, aber dieser Wahnsinn hat wirklich funktioniert. Und das war dann quasi 2019, am 20. Juni war die Show. Die Show war ausverkauft auf Anhieb. Ich habe wirklich ein Dreivierteljahr lang habe ich dafür gelebt, wirklich Werbung gemacht, geguckt, wo kriege ich Eintrittskarten, Plakate und. Das ist nicht nur dastehen und irgendwie spielen, sondern wirklich das Ganze hochziehen. Und es hat einen Riesenspaß gemacht und war ein Riesenerfolg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will weitermachen. Und Alexander Kerbs, auch ein sehr guter Freund von mir, hat bei meinem ersten Konzert hier an der Württembergischen Landesbühne im März auch den Falco gemacht. Dann habe ich gesagt, Alex, Ludwig meets Falco, ich bin dabei. Und das werden wir quasi im nächsten Jahr machen. Am 4. Januar werden wir es angehen. Natürlich mit der Situation, die wir jetzt gerade haben. Ja. Und das werde ich am 4. Januar in Füssen machen und werde einen Tag später noch am 5. Januar so ein kleines Klavierkonzert machen, wo wir wahrscheinlich später auch was hören werden, mit Ludwig meets Michael Jackson. Da werde ich quasi schon einen Ausblick geben, was im Mai nächstes Jahr ansteht. Da werde ich quasi so eine kleine Klaviershow machen in den kleinen Räumen vom Festspielhaus. Also bei mir geht's gut weiter.
Na Gott sei Dank, sage ich immer. Und merkt euch mal die Termine vor. Also da, ich drücke ja eh immer alle Daumen, alle vorhandenen, dass sowas funktioniert. Und das ist auch, jetzt sind wir schon beim Stichwort, Corona natürlich für euch Künstler, also wirklich eine Katastrophe dieses Jahr. Wie hat sich das tatsächlich denn für dich jetzt, also beruflich natürlich noch mit ausgewirkt? Also sagen wir so, ich bin ein sehr positiver Mensch. Und ich versuche aus jeder Situation, die natürlich erstmal ganz arg furchtbar ist, das Positive zu ziehen. Und es war auch so, also ich war sogar auf dem Weg nach Füssen, weil ich hatte am 14. März die Show dirigieren soll, am 13., Freitag der 13. rufen sie an, ja, du kannst gleich wieder umdrehen. Super, das war natürlich war das Sechste im Lotto. Ja, und dann hieß es so, okay, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es hieß, okay, wir verlegen mal Sachen Ende Juni. Aber ich bin auch so ein Typ, ich habe auch gedacht, so, okay, das Ding, das wird uns noch lang verfolgen. Wirklich lange verfolgen. Dann mussten wir hier erstmal die Show in Esslingen absagen, Ludwig meets Michael Jackson absagen, alle meine ganze Sommerspielzeit in Dinkelsbühl etc. Ich wäre jetzt gar nicht da, ich wäre jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen als Pianist. Und auch natürlich das Festspiel aus in Füssen wurde alles abgesagt. Klar, wir hatten jetzt 2-3 Auftritte über den Sommer, aber ich bin in dieser Phase natürlich aktiv geworden mit einer anderen Idee. Wir haben jetzt noch nicht 1915 sonntags, aber noch nicht, aber ich habe angefangen, sonntagabends Konzerte zu geben um 19.15 Uhr, immer mit verschiedenen Themen, immer als großes Medley. Das erste Thema war die Musik von Ludovico, ein Audi, was natürlich mit Musical jetzt überhaupt nichts zu tun hat. Aber dann habe ich gemerkt, die Leute nehmen das wirklich an und die Zuschauerzahlen waren gleich so, ups, okay, das war wirklich gut. Und dann kam eins zum anderen und dann hat man natürlich seine Mittel und Wege gefunden, CDs etc., ne, wo man quasi dann als Merchandising-Artikel verkauft und, sage ich jetzt mal. Und habe ich wirklich gemerkt, wie Spaß es mir macht. Und mit den Themen, also so die Hauptthemen, Rock, Pop, Filmmusik, Musical, dann immer so eine Ludwig-Mietz-Geschichte, wie viele Stücke ich mir auf einmal angeeignet habe. Also das iPad, wo die Musik drauf ist, das wurde wöchentlich größer. Und es hat eine Riesenfreude gemacht. Ich habe der Sache viel gegeben, muss aber auch wirklich sagen, ich habe viel zurückbekommen. Ich habe wirklich viel zurückbekommen. Und da ist einfach auch ein bisschen die Idee entstanden, ich sage mal in Anführungszeichen, mein eigenes Ding zu machen als Pianist. Das heißt, ich werde jetzt im Januar, also am 5. Januar, einen Tag nach Ludwig Mietz Falco, werde ich eine Solo-Klaviershow machen in Füssen. Und ich glaube, diese Idee, sich vielleicht sehr auf sich selber zu fokussieren, wäre ohne diese wirklich nicht so schöne Zeit nicht entstanden, weil dann ist man doch immer in Anführungszeichen Begleiter. Aber jetzt wirklich zu sagen, okay, ich mache mal mein Ding, weil ich muss es jetzt machen. Ich muss irgendwas tun und ich werde auch was tun. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Das kam in dieser Zeit und im Endeffekt muss ich sagen, also es hört sich vielleicht jetzt blöd an oder so, aber klar, ich wäre auch gerne in Füssen oder in Dinkelsbühl gewesen, aber ohne diese Corona-Zeit hätte ich viele, viele, viele Dinge wahrscheinlich gar nicht gemacht. Und da muss ich sagen, es ist, wie es ist und wir machen das Beste draus. Und ich habe auf jeden Fall, also wenn das alles so weitergeht, dann wird man von mir jetzt nichts Negatives hören. Das ist meine ehrliche Antwort zu dem Ganzen. Aber das ist ja sehr schön, das ist auch wirklich eine sehr positive Antwort. Und du darfst ruhig den Leuten mal sagen, wo man dich denn findet, wo man deine Konzerte jetzt hier immer sonntags natürlich auch dann live miterleben kann. Also bei mir auf meiner Facebook-Seite Konstantinos Kalogropoulos kann man quasi einfach draufschalten und schauen. Das ist alles völlig unverbindlich. Wenn man jetzt kein Facebook hat, dann kann man einfach auf meine Webseite www.kk-music.net gehen, mir eine E-Mail schreiben, weil da kann man sich quasi freischalten lassen für die Show immer. Und also wie gesagt, es sind viele, viele schöne Dinge, die ich verwirklicht habe und unter anderem den Sonntagabend, unter anderem noch was anderes, wenn ich es zeigen darf. Finger bitte da hinten. Genau, also die Finger sind da. Zeig doch mal, was da noch ist. Das ist wirklich, ja, Grafik Lukas Gerber, Bild Peter Neher. Also ich habe einen ganz tollen Konsti 2021 Kalender. Das ist quasi so ein bisschen das aktuelle Baby, natürlich mit einem tollen Bildshooting aus dem Festspielhaus. Da sieht man wirklich ganz, ganz großartige Bilder.
Auf der Bar. Auf der Bar, also ganz lasziv hier, ne? Ja, gell. Und dann da hier, wissen wir, was hier die Künstler so machen. Natürlich wenn wir die Hauptpose am Klavier und natürlich auch am See. Also das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Ist auch so ein Artikel, sage ich jetzt mal, wo man immer... Ah, schön. Das ist quasi ruhig noch mal richtig am rein See quasi, ne, am Brunnen. Gibt es auch auf meiner Webseite kk-music.net und ist zum Beispiel auch was, wo ich immer nach jedem Sonntagabend sage, oder meine CD Piano Impact, wenn man mich ein bisschen unterstützen will oder so, vielleicht da... sowas oder zum Verschenken. Wie gesagt, ich investiere sehr viel, aber ich kriege auch immer sehr viel zurück und so soll es auch sein. Und die nächsten Termine, Ludwig Mietz Falco am 4. Januar im Festspielhaus in Füssen, das ist so die große Show mit Band, Tänzer und Akrobatik. Am 5. Januar die Ludwig Mietz Michael Jackson Klaviershow abends, dann 27. Februar Württembergische Landesbühne Esslingen, da drüben. So, da drüben. Und am 21. Mai quasi in Füssen, die verschobene Ludwig Mietz Jackson Show. Und dann habe ich noch was im November vor als Eigenproduktion. Da sage ich noch nicht so viel dazu, da müssen wir mal gucken. Und ja, mit dem Festspielhaus wird es mit Ludwig natürlich weitergehen. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Stichwort Luftschiff, die Hindenburg Zeppelin. Ich durfte bei Ralf Siegels Geburtstag musizieren, Klavier spielen. Und er weiß, ich kann dirigieren und spielen und wir haben uns auch schon kennengelernt und hatten wirklich eine sehr, sehr gute Ebene und eine sehr gute Chemie und schauen wir mal, was da wird, sagen die Bayern. Perfekt, also ich würde sagen, ich brauche da gar nicht mehr dazu nachhaken, du hast schon so viele Termine genannt, wenn es geht, das ist jetzt meistens immer so ein bisschen viel auf einmal, klar. Können wir es vielleicht noch irgendwo zusätzlich posten oder natürlich. Wie gesagt, geht einfach mal auf seine Seite und schaut da nochmal konkret nach. Genau, oder die stehen auch alle in meinem Kalender. Oder das, was gibt es Besseres als wirklich fürs neue Jahr, wenn du so durchstartest, dieses Jahr zu beginnen mit dem Kalender und dich jeden Monat, und jeden Tag strahlen zu sehen, so wie er hier genau. In die Kamera strahlt. Dankeschön. Ja. Das ist wirklich das, weil ich finde, du bringst es so, also wirklich so authentisch, so echt, so voller Danke. Herzblut rüber. Danke. Und ich will gar nicht mehr viel reden, ganz ehrlich. Ich bin hier mit diesem Klavier und mit dir hier zufrieden, wenn du einfach spielst. Danke. Und ich möchte gar nicht mehr weiter irgendwo nachbohren, sondern dass die Leute hören, was du denn tatsächlich da noch drauf hast. Trotzdem sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier diesmal jetzt eben nicht im Festspielhaus, aber in Esslingen die Chance gefunden haben, dieses Interview jetzt zu drehen. Ich wünsche dir alles Liebe, Dankeschön. Alles erdenklich Gute. Ich euch auch. Bleib gesund natürlich. Mach ich. Und wir sehen uns natürlich selbstverständlich, ob im Festspielhaus, bei deinen Events oder mal wieder in Esslingen im Ländle. Ne? Im Ländle ist auch wunderbar. Das ist wunderschön. Das ist also kommt vorbei. Ne? Kommt vorbei, gell? Ins Ländle. Ins Ländle. Oder nach Bayern, gell? Also, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und vielleicht sehen wir uns in 4 Stunden auf meiner Facebook-Seite. So ist es. Bis bald zur nächsten Folge. Tschüss. Und jetzt darfst du bitte, Maestro, noch mal was spielen. Soll ich noch was spielen? Aber bitte.